Was macht eigentlich einen guten Rust-Wipe aus? Die Frage stellt man sich irgendwie immer am Ende eines Wipes. Aber dieser Wipe war etwas Besonderes. Der ganze Wipe war wie ein Drahtseilakt. Ein Schritt in die falsche Richtung und du fällst. Wir haben uns mit allen Dingen beschäftigt. Ich meine, der Wipe ging 3 Tage. Der Grind war da. Wir hatten eine epische Base und wir haben mehr wie einmal ums Überleben gekämpft. Ich glaube, all diese Komponenten machen einen Wipe aus. Denn ein Wipe ist nichts anderes wie eine Geschichte. Und manche dieser Geschichten verdienen es, erzählt zu werden. Damit einen wunderschönen guten Tag, Ladies and Gentlemen. Sorry, ich musste nur kurz meinen Bildschirm abputzen. Der war so dreckig. Das dachte ich mir schon vorhin, aber dann habe ich vergessen. Jetzt ist mir gerade gekommen. So, schön, dass ihr mit dabei seid. Ich würde nicht lang rumschnacken. Let's go in. Gut, Freunde. Legen wir los. Let's fucking yo, ich muss ein bisschen näher ins Mikro, das habe ich beim letzten Videoschnitt gemerkt, dass ich da immer ein bisschen am Arsch der Welt bin. Aber das kriegen wir hin. Und damit auch ein Hallo von mir, der Stimme aus dem Hintergrund. Ich startete also rein, mal wieder solo. Und ich war richtig motiviert, diesen Vibe richtig zu rocken. Ich hatte wieder Bock auf eine epische Base, ich wollte viel PvP, Raiden und alles, was dazu gehört. Doch was am Ende dann tatsächlich dabei herauskam, übertraf meine größten Wünsche. Also, reden wir nicht lang rum, starten wir rein. Ich startete also am Strand und machte mich direkt auf die Suche nach einem Bauspot. Unterwegs lootete ich noch Ferry und suchte mir ein paar Ressourcen, damit ich gleich meine Statue aufsetzen konnte. Nach einiger Zeit des Herumsuchens fand ich ihn. Meinen ultimativen Base-Spot. Am liebsten wären wir ja wieder Klippen. Also so Steine, Mann, ich hab das so gefeiert. Und das ist so cool, Schwein, lass mich bitte in Ruhe. Bitte. Komm schon. Oh, Freunde. Nicht schlecht. Was sagt ihr? Not bad. Das ist doch genau sowas, was wir gesucht haben, oder? Ja, besser. Und besser. Das ist wichtig. Und das ist jetzt sehr wichtig. Ich muss hier eine Double Door machen, sonst kommt man nicht durch. Und ich will nämlich eben nicht, dass man. Also, dass man hier direkt in die Base kommt, weil es würde ja einen zweiten Stock geben. Einen schönen 4er Loot Room rein. Oder wir machen hier so ein Bedroom oder sowas. Ist ja egal. Schon, ne? Finde ich nicht schlecht. Ich glaube, ich grade noch ein bisschen ab. Leute, er ist einfach neben mir gespawnt. Ja, super. Spiel! Bleib du stehen!
kann halt nicht recyceln, aber es wird eh nicht reichen. Na, wir probieren was anderes. Ich erfreue mich mal schnell. Vorne in der Base, ich müsste doch noch 120 haben, oder? Ich nehme alles mit. Vielleicht können wir noch was anderes kaufen. Gut, Freunde. Ich würde sagen, wir haben eine Saw. So, aber jetzt gehe ich trotzdem wieder auf die andere Seite. Weil es ist dreimal einfacher, hier drüben Scrap zu besorgen. Das ist echt so. Freunde, das ist echt dreimal einfacher. Und ich brauche halt eine Menge Scrap. Das ist gerade schon ein bisschen tricky. Schaut mal, auf der Seite ist Scrap wesentlich einfacher. Und halt auch das Recyceln. Auf der anderen Seite... Notes. Oder ich spawn einfach hier rein, farm und schau, dass ich nach Hause komme oder so. Wäre fast besser. Gut. Wenn ich das jetzt richtig sehe, wenn ich jetzt hier eine Tür einbaue, dann ist doch erstmal zu, oder? Das ist jetzt eine Platzgewinnungsmaßnahme, Freunde. Die stellen wir jetzt einfach mal hier hin. Ich meine, es ist jetzt zwar noch nicht sicher, aber ich würde behaupten, sicherer. Ist eigentlich gerade erstmal egal. Kennt ihr das? Du hast Platz ohne Ende und weißt da nicht wohin. Erstmal das lernen, wichtig. Wichtige Prints. Wir haben echt gute Prints. Wir haben jetzt Spritze. Wir haben... und wir haben Munition dazu. Jetzt braucht es eigentlich nur noch eine Tier 2. Das heißt, 500 Scraps sind zu gehen. Und dann sollten wir mal noch in unsere Base arbeiten. Die ist sehr teuer, weil sie recht groß ist. Zumindest unten der Start. Runtergefahren? Oh, hi. Pumpy. Not bad. Ich denke mal, das war der Loot, oder? Eigentlich müsste ich kurz depon gehen, Freunde. Aber... Weil Night Vision ist halt schon geil. Egal, fuck it, ich nehm's mit. Und eine Metal Barricade. Aber gut, ich finde, das ist ein bisschen blöd gemacht bei Rust. Pass auf, also ich meine, eine Metal Barricade jetzt zum Beispiel ist fürs Bauen wichtig. Ja? Okay, die ist wirklich wichtig. Aber jetzt beispielsweise die Metal Barricade. Ich muss diesen Tree sowieso runtergehen, um das Zeug dort zu lernen. Wisst ihr? Es macht halt einfach keinen Unterschied, ob ich das jetzt direkt mache, also jetzt die Metal Barricade researchen würde, oder ob ich es halt recycle, benutze. Was? Der lebt noch? Cool. Wie auch immer. Wisst ihr? Schießt auf mich? Oh, machen wir nicht so. Freunde, jetzt müssen wir wirklich depawnen. Hab keinen Bock auf Pito. Also, nochmal zu dem. Also, ich muss die Metal Barricade jetzt quasi, wenn ich die Research, bringt mir nichts.
Das ist ein bisschen dumm aufgeteilt vom Spiel. Das wäre besser, wenn die das ein bisschen anders machen würden. Also Tech-Tree raus wäre sowieso das Geilste überhaupt. Gibt genug Wege mittlerweile, wirklich auch an eine Waffe zu kommen. Entweder Spielershops oder hier dieser fahrende Händler. Es gibt genug Kisten, die was du finden kannst. Dann bleibt dir immer noch Snowballen und so. Also von dem her. Egal, ich gehe jetzt mal ohne Stuff Richtung Chunky, okay? Also ohne Recycler-Stuff. Weil vielleicht ist er auch da lang gegangen, weil er dachte, ich bin da auch da lang. Weißt du? Der Pito. Hat er auf mich geschossen und ich denke mal, das ist der, den ich gekillt habe. Das würde auf jeden Fall Sinn ergeben. Pito, nice. Ja gut, kommt noch einer? Ist er dead? Time to go. Sollte jetzt nicht overstayen. Erst nach Hause gehen. Ich hab gut ganz. Ich sag euch dies. Ich hab doch gesagt, die Pitu ist mir nachgelaufen. Hab's gewusst. Da haben sie nebenbei gefarmt. Und wollten recyceln. Das war so vorhersehbar. Dürften dann auch wieder von irgendwo da kommen. Ja, müssen wir mal schauen hier, wie wir das organisieren. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal schnell zwei Kisten schon mal. Okay, weil sonst wird das nämlich mit Ablegen schwierig. So. Hier bin ich noch am Überlegen, ob wir es so zu machen. Dann könnte man nämlich hier und dann hier oben 1,5 Kisten hinpacken. Hier machen wir einen Schlafraum. So, so, so. Und dann könnte ich hier meine Furnace platzieren. Würden ja nicht stören. Oh, klingt doch gut. Na gut, es ist gehupft wie gesprungen, Freunde. Ich glaube, es clevere wäre, wir gehen erst Nodes farmen, ja. Und zwar mit Pumpy und... Can I just keep my tools, man? Can I just keep my tools? Please. Go fuck yourself. Na dann nicht. Ich hab's ihn gerade wieder reingelegt. Okay, wir haben ein bisschen Farm. Gut. Das ging dann doch schneller wie gedacht.
glaube, er ist sauer. Oh Mann. Was ist denn los mit den Leuten? Gut, es wird Zeit für unseren Recycle-Run. Was recyceln wir? Das recyceln wir? Das recyceln wir. Das recyceln wir. Das recyceln wir. Gut, Freunde, lass einen Abflug machen. Scheiß drauf. Sollte reichen für die Tier 3. Tier 3. Tier 2. Eins auf einmal. Kein Bock jetzt von der Prototype über den Haufen geschossen zu werden. Hier sind mir leider die Aufnahmen krepiert. Ich verstehe bis heute nicht, wie mir genau eine Stunde Aufnahme fehlen. Gott sei Dank hatte ich das Ganze gestreamt. Also ignoriere den Dude, der jetzt gleich rechts oben erscheint. Sehr wichtig. Mit diesem Scrap konnte ich mir nun endlich meine Tier 2 craften. Nun wollte ich mich allerdings auf den Weg zur Cargo machen. Und lief das erste Mal so wirklich meinen Nachbarn über den Weg. Und wie es sich gehört, möchte ich euch diese nun erstmal vorstellen. Ich präsentiere die Seaside Boys. Seaside Boys lebten direkt neben mir, unten im Wasser, und sollten relativ schnell zu einem großen Problem werden. Aber ein Problem, das sich handeln lässt. Sie wirkten nicht allzu erfahren, dennoch waren sie mehr. Bisher waren mir drei Namen bekannt. Im Laufe des Vibes kam zwar noch ein vierter dazu, aber ich vermutete, dass da entweder ein Teamwechsel stattgefunden hat oder einer sich umbenannt hatte. Nichtsdestotrotz, hier sind die Seaside Boys. Ich will das scheiß Pferd, geh weg. I need it. Okay, mit zwei noch hin. Oh Mann! Jetzt komme ich da mit Eigentlich ist die Deepbone, Freunde, aber scheiß drauf, wir gehen jetzt zu Rex Cargo. Für Cargo war ich durch diesen Zwischenfall jetzt leider zu langsam. Allerdings hat alles seinen Grund. Denn auf dem Rückweg passierte mir etwas ganz Skurriles. Oh mein Gott. Ich
Ja, scheiß drauf, ich hau ab. Wieder einen Bock kriegen, mich zu raiden. Oh, ich könnte nicht mal groß was machen. Oh mein Gott, was ist hier los? Beide dead, oder? Ach komm, so dumm! Ich hab die Waffe nicht gesehen! Och nö, so dumm! Jumper ist kaputt. Einer kommt nicht ran. Ich hab nochmal die Chance, Freunde. Etwas, Freunde. Etwas. Gut, Freunde, also es war, ich weiß nicht, ob es Profit war oder nicht, ich glaube eher weniger. Fakt ist, ich muss mich jetzt ein bisschen um die Base kümmern, weil je mehr ich die abfuck. Also ich glaube nicht, dass die jetzt schon raiden können. Ich weiß nicht, also im Moment ist meine Base sehr verwundbar, sagen wir es so. Ich will mal dringend ändern. Die Frage ist, wie machen wir hier oben weiter? Ich muss hier eigentlich drüber gehen, weil hier ist der Tiefsinn. Jetzt muss ich bloß noch herausfinden, wo ich den Jump Up nach oben baue. So? Lag. Ja, not bad. Kann hier einen Rahmen. G.
Hiermit weiß ich irgendwie noch nicht so ganz, was wir machen. Wir könnten hier noch ein Bedroom einbauen. Ja, noch ein, zwei Runden und wir haben's. Oh, ja, jetzt muss ich gehen. Ein Dome. Den will ich mir nicht entgehen lassen. Bevor es aber jetzt zu diesem Fight geht und wir das nächste Team in diesem Wipe kennenlernen, wird es mal Zeit für einen Blick auf die Karte. First of all, hier ist unsere Base. Momentan noch sehr verwundbar, aber sie wächst. Weil da oben, hier im Wasser, waren die Seaside Boys. Uns sollten allerdings in diesem Wipe noch mehr Teams begegnen. Die markiere ich euch jetzt. Und eins stelle ich euch direkt vor. Ladies und Gentlemen, ich präsentiere Team Hilltop. Team Hilltop war eine weitere benachbarte Gruppe. Sie setzte sich meines Wissens aus zwei Spielern zusammen. Beide nervig. Beide werden mich im Verlauf dieser Geschichte das ein oder andere Mal zum Ragen bringen. Zwei Customs. Ich weiß nicht, ob ich den Hessi hatte, aber ich glaube nicht. Oh Mann. Was? Kommt dann rein. Was denn war eigentlich jetzt gerade die ganze Zeit recht? Cool. Ich glaube, ich nehme Pitot. Ich dachte, ich habe Kopf getroffen. Oh, nimmst du doch. Meist den Scheiß weg. Solange aber sicher war der Loot ganz schön gut, Freunde. Jetzt neigte sich allerdings der Tag für mich dem Ende. Ich machte nicht mehr viel. Es war viel geschafft und ich betete, Tag 2 mit dieser Base noch zu erleben. Day 2! Und wie immer wollte ich natürlich mit einem Farm Run starten. Boah. Day 2. Ich bin gestern so weggepennt. Es war so schlimm. Also muss ich heute einiges wieder nachholen. Was hat sich hier getan? Den hier unten nicht viel. Ich weiß, ob die überhaupt noch spielen. Das Erste, was ich mache, ist Scrap besorgen. Damit ich diese Electric Furnaces endlich zum Laufen bekomme. It's the plan. Also, let's fucking go. Go. Willst du mich verarschen? Was ist denn los mit den Typen? No way. Ich war am Verhungern.
nur weil... Okay, ich glaube, ihr habt genug gesehen. Und somit stelle ich euch die letzte Gruppe dieses Wipes vor. Team Trainside. Die Jungs waren ziemlich nervig. Lasst euch nicht von den Namen täuschen, denn ich hatte in den vorhergehenden Clips keinen Streamer-Modus an. Deswegen sind die Namen etwas anders. Auf jeden Fall waren die zwei ein großes Problem. Aber um jedes Problem kann sich gekümmert werden. Jetzt passierte erstmal längere Zeit nichts. Naja, was heißt nichts? Ich ging in die Tunnels, ich farmte für die Base und baute diese auch weiter aus. Jetzt wurde aber erstmal wieder Zeit für ein bisschen PvP. Deswegen ging ich zu Crate auf Trainyard. Let's go! Wo ist der scheiß Body wieder hin? Oh my god, you got a jackpot, bro. Enjoy it. Oh man! Nachdem die Crate wieder nicht den erwünschten Loot brachte, wollte ich etwas umsatteln. Ich fand in einer der Crates einen Molly. Und damit wollte ich direkt loslegen, um ein paar Basen aufzumachen. Hier ist ein Holz hier drunter. Boah, wie viel braucht's für den Boden? Ich hab keine Ahnung. Stimmt, 4. Oh, es war glaube ich sogar einer zu viel. Warte mal, hier ist Metal. Hier liegt einer. Hier ist Wood. Er hat sogar Metall verbaut. Holztür? Was ist hier? Ist das ein Auto? Fuck, da ist ein Auto drin! Thank you.
Nö. Aber ich habe noch 4 Satchels. Ich hol die. Ich wusste. Ich dann back. Ah ja, wir haben den Camper. Top. Wer hat gesagt, lohnt sich nicht? Wer war's? Okay, ist nicht der crazy shit. Aber, Freunde, es hat sich mehr wie gelohnt. Freunde, das hat sich sowas von gelohnt. Tipptopp, Freunde, wir haben einen Camper. Das Einzige, was ich nicht habe, ist eine Camper-Garage. Ich fahre lieber auf die andere Seite, mehr zur Küste. Hier so in den Stein rein, dann sieht man nicht gleich so. Wirklich. Als ob die mir wieder meinen scheiß Camper versenkt haben. Das war letzten Mal aber auch schon so. Erst versucht, ihn hier kaputt zu machen. Und dann versenkt. Eieiei. Ich sagte, bist du 5 Minuten nicht zu Hause? 5 Minuten? Aber gut. Was soll's, wir hatten ihn zumindest. Dann können wir abhaken. Wir hatten den Camper. Nachdem ich also wieder keine Freude an meinem Camper hatte, da er mal wieder versenkt wurde, wollte ich mich an den Ausbau der Base machen. Ich vermutete übrigens, dass es meine Nachbarn waren, Team Seaside. Denn sie schlichen kurz vorher um meine Base herum. Und da ich vor einem Online- oder Offline-Raid große Angst hatte, wurde es Zeit, die Base aufzubauen. Und mit aufbauen meine ich aufbauen. Danach verschaut mir zuschauen. Ja? Wohl, dass ich nicht klar bin? Will abfucken? Ja, es wird für eigentlich echt cool, muss ich sagen. Oh, war ja klar. Jetzt steht ich. Wenn die Stützen abgegradet hat, das ist für mich schon immer die halbe Miete. Ich hasse das. Aber hier geht's, weil es bloß 2 sind, also 2 Stockwerke hoch. Ich mach jetzt die mal nur aus Stein erstmal, glaube ich. Das mal erstmal teilen. Hier sogar noch anbauen, oder? Ja, let's go. So ein Freestyling. Okay. Oh. Okay, Freunde. Cool. Ich sehe schon vor meinem inneren Auge. Nicht verbunden. Hm? Ich meine, sei es drum, das ist jetzt richtig beschissen hier. Aber ich kann nicht anders. In 93 Scrap. Wisst ihr was? Ich will das. Fuck it. Weil Stonewall finde ich immer zu teuer. Meine persönliche Meinung. Ich hätte natürlich jetzt hier auch nochmal ein Gatehouse draus bauen können, ne? Wäre auch nicht verkehrt gewesen. Die Freunde, das wird bei Vibe nicht reichen. Das ist ja schon 1, 2, 4, 5, 6, 7 Walls. Brauche ich 7 pro. Oh mein Gott. Da wir nur 3 mal Holz bauen gehen. Der ist riesig, Freunde, der kommt. Da ist er wieder. Hey, kannst du bitte auf.
Er ist tot! Ich hab ihn tot! Schnell! Schnell! Loot ihn! Loot ihn! Loot ihn! Loot ihn! Komm! Los! Loot. Ach komm. Haben die jetzt eine Bolt besorgt? He's cheating, 100%. He's cheating. He's just. Hier schießt jetzt weiter. Ich nehme jetzt dann die Bolt ab, 100%. Hätte nicht die. Kann man so nervig sein? Kann sie zumachen. Ich glaube, ich habe gewonnen. Freunde, ich habe gewonnen. Ich hab gewonnen! Ha! Sieg und das komplett unerwartet. Ich war happy. Jetzt allerdings passierte nicht mehr viel. Ich baute weiter an der Base und konnte diese sogar vollenden. Nice, Freunde, nice. Da fehlt uns auch so ein bisschen so Large Furnace.
und eine Refinery. Das ist echt eine coole Base, Alter. Das ist echt eine coole Base. Oder? Ist echt cool geworden. Anschließend ging ich noch recyceln. Denn ich wollte unbedingt eine Tier 3. Gut, Freunde, mir egal, ich geh jetzt pinkeln. Wird schon keiner klauen. Ja, I don't wanna talk about this. Kleiner Wichser, ich glaube, der war's. Der war's nicht. Aber was haben wir denn da? Viel Spaß beim Suchen. Ja, Freunde, sogar mit Bonus. Ich machte noch etwas PvP an Dome. Wenn immer eins klappen werden kann. Ah. Komm mal runter. Jetzt ist hier oben Bär, Digga. Das ist ja unglaublich, dieses Spiel. Da ist er. Hohoho, what a beam, bro. Er war leer. Oh mein Gott, das hat mich fast umgebracht. Und machte noch ein, zwei Farmruns. Das sollte es dann mit Tag 2 gewesen sein. Allerdings möchte ich noch kurz mit euch einen Blick auf die Karte werfen, denn hier hat sich ja einiges verändert. Als erstes sollten wir mal ein paar Eintragungen durchführen. Denn mittlerweile hat sich ja Team Hilltop und Team Trainside gezeigt. Weiter sollten wir mal noch unsere Flame Rates eintragen und natürlich das Wichtigste, Team Seaside, von der Liste streichen. Gut, so sollten wir jetzt alle wieder auf einem Stand sein. Ich weiß, in der zweiten Hälfte von Tag 2 passierte nicht mehr so viel. Aber ich konnte noch nicht ahnen, was mich an Tag 3 erwartete. Today, schauen wir mal, was abgeht. Ich habe an meiner Sensi rumgespielt. Ich weiß noch nicht, ob ich es gut finden soll oder Katastrophe. Ich werde es wahrscheinlich im Laufe des Tages rausfinden. Ja, was ist der Plan? Der Plan ist, ich brauche dringend Metall. Mir ist gestern Abend bin ich ein bisschen aufgegangen. Der Aus-TC Vecticate, das war nicht so geil. Deswegen muss ich mir jetzt dringend dran machen, einen Farmrun zu starten. Da waren sogar, ich habe dann gestern noch, wie ich off war, also offstream, habe ich noch Locker-Kits aufgefüllt. Und natürlich ist mir hier das Torhaus links weg, die Kate. Und bevor ich überhaupt reagieren konnte, war der Locker schon geplündert, Mann. Sau krass. Da schmeißen wir noch schnell rein. Raffa habe ich aufgestellt. Na, hier so Dinge habe ich gecraftet, weil die konnte ich. Wegen Farm und so. Farm weiß ich nicht, ob wir die überhaupt noch starten. Das ist ein bisschen schade eigentlich. Aber, wir gucken einfach mal, was a day brings. Hier drüben ist eine neue Base entstanden, direkt neben der, die ich gediebt habe. Auch ultra spannend. Schaut irgendwie genau gleich aus. Haben die nochmal angefangen? Es schaut irgendwie fast gleich aus, oder? Gefühlt ja. Gut, es ist always a pain, hier farmen zu gehen. Also das muss ich sagen, an dem Spot ist nicht ganz so geil. Aber das wird schon, Freunde. Das wird schon. Übrigens habe ich die Tommy Guys gefunden, gestern Abend noch. Die mir da zwei Kids abgeräumt haben. Ich weiß, wo die wohnen. Es wäre rein theoretisch raidable. Aber dafür müsste ich heute richtig reinklotzen. Ich habe AK und ich habe MP5. Workbench 3. Also von dem her, ich bräuchte noch Rockets, also ich bräuchte noch bestimmt 3000 Scrap.
Außer es ergibt sich irgendwie anders am Boom zu kommen. Also ich habe ein C4. Ich habe einen Launcher. Explosives habe ich noch nicht und Rocket nicht. Also ich könnte theoretisch, naja, ich bräuchte noch Explosive. Ich meine, ich will zwar eigentlich nicht C4 raiden, finde ich nicht so sexy. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt C4 gecraftet habe. Und mal abgesehen von meinem Sulfur. Also, ihr Freunde, ich habe keinen Sulfur. Ich habe wirklich Zero. Ich habe den Rest jetzt in Munition gesteckt, weil ich dringend Munition brauche. Was es helfen könnte, wäre ein Heli-Takedown, ne? Das würde mich natürlich... Und der halt gut gibt. Die Base ist nicht groß. Teuer ist sie nicht. Also, es ist wirklich nicht teuer. Ich gehe jetzt hier hinten nochmal hin, weil das sind auch eigentlich immer gute Notes. Und dann am Abend, ich schwör's euch, Freunde, ich spiele zu den falschen Zeiten. Das ist echt so. Aber es ist halt auch arbeitsbedingt. Schau dir, unter der Woche stehe ich halt um... Ja, kommt drauf an, welche Woche, aber so um 3 Uhr. Um 3 Uhr kann man mal grob sagen. Muss ich halt aufstehen, ja. Und dann komme ich am Freitag nach Hause, bin dann schon seit 3 Uhr wach, war arbeiten, bin dann natürlich am Abend tot. Ja, also lang am Abend funktioniert dann nicht. Wenn ich dann allerdings abends um, keine Ahnung, 7, 8 Uhr schlafen gehe, bin ich natürlich am nächsten Tag um 4 Uhr wach. Selbes Prinzip, ich bin dann wieder am Abend saumüde, wenn die Action eigentlich erst losgeht, so richtig. Wenn alle online sind und zocken so wirklich anfangen, bin ich schon wieder halb tot. Ja, es ist ein bisschen blöd. Das muss ich echt sagen. Rust ist ein bisschen blöd. Ist ein bisschen immer gegen den Rhythmus. Das ist echt blöd. Also so, um Progress zu machen, ist das natürlich genial. Ich meine, schau mal, du bist früh um 4 wach. Bist um 5 am PC, sagen wir mal grob. Fängst du zocken an. Das ist schon gut. Great. Wie ist der da reingekommen? Weiß er. So. Hier rum. What? Wie viele? Ich hatte doch 2 dead. Und dann kam noch eine Pumpy. Und nochmal die AK von innen. Let's go.
Guten Morgen. Nach diesem Counter bekam ich Lust auf meine eigenen Raids. Und ich hatte ja noch einige Teams, die ich mir vorgenommen hatte. Allerdings spawnte bei mir nicht viel Sulfur, denn ich war im Grassland und bis zum Snowfall, um zu farmen, war mir auch zu blöd. Jedoch eine Sache spawnte bei mir. Diesel. Also versuchte ich auf YOLO-Basis einfach mal den Bagger zu machen. Ich meine, wenn ich schaue, dass ich gleich am Anfang ein bisschen was stashe, damit es nicht komplett ein Reinfall wird, sobald ich genug habe. Weil ich bin mal ehrlich, ich kann eh nicht alles mitnehmen. Ich habe viel zu viel Diesel rein. Also schaue ich, dass ich zumindest schon mal ein paar tausend stashen kann. Vielleicht interessiert es auch gar keinen, das wäre natürlich das Einfachste. Wenn ich das einfach durchbringe, so stressfrei. Bot. Auf mich. Boah, mein Herz, ey. Na, da kommen sie doch. Ich sag's euch, ich bin so schlecht mit der Bolt. Ich glaube, beide sind dead. Ich hänge an der scheiß Leiter fest! Das kann ja nicht sein! Nicht so, Freunde, nicht so. Was? Wieso stirbt er nicht? Okay, ist vorbei. Das war meine einzige Chance. Ich hab famed. Ich hätte ihn holen müssen. Hessi, er stirbt nicht? Oh, nee. Aber warte mal, ich hab noch eine Chance. Stopp, 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 stopp. Ich hab den einen gekillt und nicht gelootet. Ja, headshottet aber auch nur der Lümmel. Oh nein, Bot, lass mich. Bin so dead. Thank you.
Immerhin 3 Rows, Freunde. Let's go home. Naja gut, weniger wie erhofft, aber dennoch genug, um mit den Trainside Boys aufzuräumen. Denn ich entdeckte eine Schwachstelle in ihrer Base. Wie ihr hier sehen könnt, kann ich an diese Wall anbauen. Das bedeutet, dass auf der Rückseite ein Boden auf halber Höhe platziert sein muss. Also wie bei 90% aller Loot Rooms. Da sie vergessen hatten, diese Seite zu honeycommen, wollte ich das Ganze ausnutzen, bevor es zu spät ist. Allerdings musste ich meinen Plan noch für einen kurzen Moment auf die Seite schieben, denn die Crate droppte. Kann es sein, dass das Ding nicht gehoneycombt ist? Ich geh jetzt zur Crate. Oh, er hat sie vor meiner Nase gelootet. Oh, fuck it. Not that. War der dead? Oh, da kommen nochmal zwei. Wie kann er aus dem Auto schießen? Hä? Fuck it. Ich hab's richtig dumm gespielt, Freunde. Das hätte ich gewinnen müssen. Gesehen. Fuck, jetzt bin ich dead. Unverdient, Freunde. Unverdient, unverdient, unverdient. Ich hab's verkackt. Einmal hatte ich echt gute Chancen, das zu kriegen. Ready for the action? Let's go. Also immer dran denken, es kann nur schief gehen. Ist nicht Main Loot, ist nicht Main Loot. Zwei Garage Doors. Was hier und online.
Comms sind gut. DC hätte ich gerne auch noch bekommen, aber ich wäre da nicht reingekommen. Es war ein Glaswindow. Keine Chance. Ich gehe nochmal mit einem Low-Tier-Kit hin. Hä? Haben die den nicht gelootet oder? Hä? Jetzt bin ich schon ein bisschen verwirrt. Warum steht da ein Airdrop? Jackie! Freunde, Jackie! Damien! Let's go! What the fuck? Wie viele? Oh mein Gott. Ja, gut. Jetzt müssen wir wirklich nochmal zurück die bauen. Und noch ein Jackhammer, Freunde. Wir haben einen Lauf. Pay-to-win-Skin. Ich schwör's, das war der absolute Pay-to-win-Skin. Er hat mich einfach nicht gesehen in den Bäumen. Das ist so krank. Was sagt ihr? Das war hundertprozentig so. Okay, ich hab gut Spritzen dabei. Also an Spritzen kann es nicht mangeln. Ich schwör. Ist mein Flammenwerfer noch da? Nee, den hat jemand gefunden. Scheiße. Den habe ich auch total vergessen. So, jetzt schauen wir mal hier. Was hier abgeht. In der Bridge war auch keiner. Hier ist einer drin. Hat gelootet. Ihn challenge ich am besten drüben vom Turm. Da habe ich einen höheren Winkel. Ich hasse dieses Rumgeschleiche. Wisst ihr das? Es geht immer schlecht für mich aus. Wissen Sie mit... Jetzt noch links von mir. Oben. Das wollte ich eigentlich nur erreichen damit. Vielen Dank, Kollege. Der mit MP5, der Shepard! Boah, den hätte ich fast nicht bekommen. Er ist das Problem da oben. Endlich, die erste erfolgreiche Crate in diesem Wipe. Jetzt neigte sich auch der Wipe langsam dem Ende. Aber ich hatte noch eine Sache zu tun. Eine Sache, die ich unbedingt noch erreichen wollte. Hilltop Raiden. Allerdings fehlt mir immer noch die Prints für Boom. Gut, ich hatte Explore-Ammo.
Aber für eine so große Base brauchte ich definitiv Rockets. Und wie bekommt man am wahrscheinlichsten Rockets in Rust? Ganz klar, mit einem Heli-Takedown. Ja gut. Lex. Ach der. Auf Dome. Mach meine Felder nicht kaputt hier. Hier brennt ja alles. Wenn ich Rockets C4 finde, hau ich ab. Na, 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 na. So was fangen wir gar nicht erst an, Kollege. I'm out. Oh mein Gott, was für ein... Was denn? Nun fügten sich endlich alle Puzzleteile zusammen. Die letzte Komponente. Das letzte Teil. Es war endlich da. Die Rocket. Jetzt galt es, die letzten Vorbereitungen zu treffen. Da ich Solo war, wollte ich mir unbedingt ein paar Notfall-Stashes packen. Und ich zeige euch diese Szene. Obwohl sie eigentlich eher unbedeutend und langweilig ist. Aber sie veranschaulicht, warum ich Hilltop unbedingt raiden wollte. Ich meine, ich habe eh bloß eine Chance. Entweder ich komme durch oder ist vorbei. Ich stash mir noch 3 Kits. 3 einigermaßen vernünftige Kits. Ich habe 18 Rockets, 5 C4, ein MP5 Kit. Wer vermint da alles? Ich bin das nicht. Mehr kann ich dann letzten Endes nicht tun. Rocket Launcher craften. Boom schnappen und dann bringen wir es zu Ende, Freunde. Ich weiß nicht, ob es klappt. Es ist auf jeden Fall, ich schätze, die letzte Aktion auf dem Server. Das ist die letzte Rivalität vom Start, mit der ich noch eine Rechnung offen habe. Wirklich. Das ist so lame. Aber es kam, weil ich über die anderen immer gelacht habe. Wie viel haben die davon gecraftet? Das ist so dumm. Es ist dumm. Jetzt bin ich sauer. Jetzt werden sie definitiv geradet. Und jetzt habe ich Timer. So. Habe ich aber keine Kids drin. Komm, also Bitch. Wie kann man so spielen? Ich verliere 5 Kills wegen sowas. Oh mein Gott, und ich habe Timer. Es ist rum. Jetzt raid ich sie. 100. 1 Million %. 1 Million % werde ich dir raiden. 1 Million %. Ist der auch gestorben? Bitte. Bitte. Es regt halt auf, wisst ihr? Weil es halt so dumm ist. Da ist die nächste. Das glaube ich jetzt nicht mehr. Darf ich jetzt bitte innen spawnen?
mir ein verkacktes Kit schnappen. Mein Loot haben. Das waren 100% die. Also ich kann es nicht 1000%ig bestätigen, aber ich bin mir ziemlich sicher. Ist der falsche. Der andere ist gedippt mit meinem Kit. Kits. Also nochmal. Freunde, warum führen sich meine Gegenspieler immer auf wie die letzten Kinder? Das ist echt krass. Das können bloß die gewesen sein. Wer sonst sollte meine Base verminen? Ich meine, das waren zwei MP5-Kits, die ich jetzt da so dumm verloren habe. So richtig dumm. Ich glaube, ihr versteht jetzt, was ich meine. Also, setzen wir Kurs. Ich hoffe, keine Turrets. Vielleicht auch keine Lags, die würde ich sehr begrüßen. Sind die aufgegangen? Ich finde auch Rockets, oder? Hier musste ich leider feststellen, dass sich die Kollegen ausgelockt hatten. Kurze Zeit vorher hatte ich noch mit ihnen gefightet. Äußerst unlucky. Jedoch fand ich noch eine Sache, die mich dann doch nicht mehr so Trübsal blasen haben lassen. Ich wusste, dass sie es waren. Danach war dieser Offliner mehr wie verdient. Ich boomte mich noch durch die gesamte Base, fand aber keinen überwältigenden Loot. Letzten Endes war es das Ganze dann doch wert. Und markiert auch die Ende unseres Wipes, unserer Geschichte. Alles in allem bin ich sehr zufrieden mit dem Wipe. Ich hatte mega viel Spaß. Wir haben geraidet, wir hatten eine epische Base und eine Menge PvP. Alles das, was eine gute Rust-Story eben braucht. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde mich natürlich noch über einen Kommentar oder euren Daumen freuen. Diese Videos sind sehr, sehr aufwendig, aber ich mache sie ja auch gerne. Vielen Dank für euren Support und besucht mich mal im Livestream. Bis zum nächsten Mal.